Spürst du die Brise? Hm? Ich sag dir, an solchen Tagen habe ich immer draußen gesessen und Gitarre gespielt. Ja, wenn das alles vorbei ist, bringe ich dir Gitarre spielen bei. Ja, das wird dir bestimmt gefallen. Was meinst du, hä? Ellie, ich rede mit dir. Hä? Oh, ja, klar, das klingt toll. Ich habe gestern vom Fliegen geträumt. Ach ja? Ja. Los, erzähl mir davon. Also, ich bin in diesem großen Flugzeug. Und alle schreien und heulen, weil das Flugzeug gerade abstürzt. Also gehe ich zum Cockpit, öffne die Tür, da ist kein Pilot. Ich versuche zu steuern, aber ich habe natürlich keine Ahnung, wie man fliegt. Und direkt vor dem Aufprall wache ich auf. Ich bin noch nie geflogen. Ist das nicht seltsam? Tja, weißt du, Träume sind seltsam. Vielleicht geht es hier durch, ha? Wir hatten ja keine Ahnung. Ja, nehmen wir doch die Leiter. Schon gut. Was machst du? Ist okay. Komm her, komm her. Hey, du. Na los, komm her. Na schon. Hallo. Das ist echt cool. Oh, wo ist die hin? Hier, komm. Hinterher. Es gibt Höhen und Tiefen, aber die Aussicht ist echt klasse. Aber hier gibt es keine halben Sachen. Wenn wir fertig sind, kannst du das Ziel bestimmen. Okay? Na, ich gehe nicht ohne dich. Bringen wir es hinter uns. Ellie! Ich glaube, hier ist noch einer.
Na, das weckt Erinnerungen. Wie kommt? Es war kurz nach dem Zusammenbruch. Ich war in so einer Notaufnahme. Und wo man hinsah. Alle suchten hier nach ihren Angehörigen. Die ganze verdammte Welt war verrückt geworden. War Sarah da schon gestorben? Ja, war sie. Es muss schlimm sein, seine Tochter zu verlieren. Zu verlieren, was man so liebt. Tut mir leid, Joe. Schon okay, Ellie. Hey, Joel, ich hab was für dich. Hier. Maria hat's mir gezeigt und ich hab's geklaut. Das ist doch nicht schlimm. Läuft es anders. Wie meinst du das? Sie werden da sein, die Fireflies. Okay, bleib einfach am Rand. Es ist flacher. Es ist eisig. Ellie, hier ist noch einer von diesen Comics.